Katharina die Große putscht ihren Mann Zar Peter vom Thron. Die Zarin, machtbesessen, männermordend, eine Nymphomanin, die es mit Pferden trieb. Ihre Skandalgeschichten, wahr oder erlogen, machen sie zu einer der schillerndsten Figuren der Weltgeschichte. Ihr aufreizendes Liebesleben nutzen die Feinde der Zarin für ihre Propaganda. Es heißt, für sie waren Männer nur Werkzeuge zu Macht- und Lustgewinn. Oder sind es die Männer, die sie groß gemacht haben? Wer war die Frau, die 34 Jahre lang ein Weltreich regierte? Viel von dem, was wir vom sagenhaften Aufstieg Katharinas der Großen wissen, hat sie uns in ihren Memoiren überliefert. Mein großes Unglück ist es, dass ich nicht ohne Liebe leben kann. Und ich weiß nicht, ob diese Veranlagung des Herzens ein Laster ist oder eine Tugend. Als liebesuchende Frau wollte sie in die Geschichte eingehen und nicht als femme fatale. Als Retterin Russlands und nicht als Zarenmörderin, so schönte sie ihre Erinnerungen für die Nachwelt. Zarin Katharina die Große stammt ursprünglich aus Deutschland, aus Anhalt-Zerbst, einem der vielen kleinen Fürstentümer des 18. Jahrhunderts. Sie wächst in Dornburg an der Elbe auf. Zu dieser Zeit trägt das Mädchen noch den Namen Sophie Auguste Friederike. Die Eltern nennen sie Fieke. Das Fürstentum Anhalt-Zerbst wird von Sophies Vater Christian August regiert. Weil die Einkünfte des kleinen Landes nicht für ein standesgemäßes Leben reichen, steht Fürst Christian August zusätzlich als General- und Militärgouverneur im Dienste der Preußenkönige. Der Vater vergöttert seine Tochter. Zumindest klingt es in ihren Erinnerungen so. Mein Vater, den ich weniger häufig sah, hielt mich für einen Engel. Meine Mutter dagegen kümmerte sich nicht viel um mich. Sie schenkte 1,5 Jahre nach mir einem Sohn das Leben, den sie abgöttisch liebte. Ich war nur geduldet und wurde oft streng und hart behandelt und nicht immer gerecht. Sophies Mutter, viel jünger als ihr Mann, ist ehrgeizig. Als ihr Sohn stirbt, setzt die Mutter alle Hoffnung auf die Karriere ihrer Tochter. An deren Seite möchte sie später ein glanzvolleres Leben führen als in der anhaltinischen Provinz. Katharina beschreibt selbst in ihren Memoiren, dass sie mit ihrer Mutter durch das norddeutsche protestantische Deutschland gereist ist und an verschiedenen Höfen Gelegenheit hatte, mehr als in dem kleinen Zerbst Beziehungen anzuknüpfen, gesehen zu werden. Und das galt insbesondere für Berlin unter Friedrich dem Großen. Und im Grunde genommen war für die Mutter völlig klar, dass die ideale Partie mit einem größeren Herrscherhaus vollendet werden sollte. Sophies Mutter Johanna Elisabeth stammt aus dem weit verzweigten Haus Holstein-Gottorp. Sie pflegt sorgfältig und vorausschauend ihre familiären und gesellschaftlichen Beziehungen. Nicht nur nach Holstein und Berlin, sondern ganz besonders die nach Russland. Ihre Familie steht der russischen Zarin Elisabeth sehr nahe. Die Zarin war einst mit einem Onkel Sophies verlobt. Der starb, doch der Kontakt nach Zerbst blieb. Diese Verbindungen zum russischen Hof sollen sich noch auszahlen. Die kinderlose Zarin Elisabeth sucht nach einer Frau für den russischen Thronfolger, für ihren Neffen Peter. Auch Peter ist Deutscher. Sein Vater stammte aus Holstein.
Neben ihren Beziehungen nach Petersburg nutzt die Mutter auch ihre engen Kontakte zum preußischen König Friedrich dem Großen, um ihre Tochter im Rennen um den russischen Großfürsten aussichtsreich zu platzieren. Sophie behauptet in ihren Memoiren, dass sie schon in frühester Jugend davon geträumt habe, eine europäische Königskrone zu tragen. Sie schreibt, dass sie damals bereits größer und entwickelter war als alle Altersgenossinnen und sich früh als heiratsfähig betrachtete. Sophies Mutter agiert äußerst fantasievoll, wenn es darum geht, die russische Karriere ihrer Tochter zu befördern. Da sie weiß, dass Zarin Elisabeth mit Leidenschaft Porträts sammelt, gibt sie ein Gemälde in Auftrag. Der Maler Balthasar Denner soll aus dem hochaufgeschossenen Teenager eine hübsche junge Dame machen. Dann wird das Bildnis an den Zarenhof geschickt. Sie schreibt darüber, dass ein Porträt von ihr in diesem Alter gemalt wurde. Und sie schreibt auch: Ich war nie eine Schönheit. Man sagte mir sogar, dass ich sehr hässlich sei. Und nach diesem Porträt zu urteilen, denke ich, dass sie tatsächlich nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprach. Aber Katharina war sehr ehrgeizig. Sie hat vieles für ihre körperliche Entwicklung getan und lernte sogar reiten. Einige Monate später trifft in der Familienresidenz eine Depesche aus Petersburg ein. Sophie und ihre Mutter werden nach Russland beordert. Das wird zunächst geheim gehalten. Auch vor Sophie. Doch das neugierige Mädchen entdeckt das Schreiben und liest: Dass die erhabene Kaiserin es wünscht, dass eure Durchlaucht mit der Prinzessin, dero ältester Tochter, sich ohne Zeitverlust in unser Land begibt. Die Prinzessin versteht den Zweck des Briefes sofort. Über die Bedenken des Vaters, dem das russische Abenteuer nicht geheuer ist, siegt ihr Ehrgeiz. Sophie will an den Zarenhof, um jeden Preis. Tatsächlich wird sie weder ihren Vater noch ihr anhaltinisches Zuhause wiedersehen, an dessen Zerbst heute nur noch die Schlossruine erinnert. Die Heiratskandidatin reist mit ihrer Mutter nach Berlin. Die erste Station auf dem Weg nach Russland ist der Hof Friedrichs des Großen. Der Preußenkönig hatte am Zarenhof Sophies Wahl vorangetrieben, nicht ohne Eigennutz. Er will eine Vertraute im Kreml platzieren. Der König gibt der gerade 15-Jährigen Tipps für karriereförderndes Verhalten in Russland. Diese Begegnung wird später zur Legendenbildung beitragen. Immer wieder wird das Gerücht genährt, Friedrich sei der eigentliche Vater Sophies. Als Beleg dafür soll gelten, dass er sich genau 9 Monate vor Sophies Geburt in Dornburg aufhielt und dass er noch über Jahre mit der Zerbster Fürstin korrespondiert hat. Doch für die Vaterschaft gibt es keinerlei Beweise. Am Morgen nach dem Treffen brechen Sophie und ihre Mutter zu ihrer Reise ins ferne Russland auf. 5 Wochen später, am 12. Februar 1744, treffen sie in Moskau ein. Doch der Erfolg der Reise ist ungewiss, denn am russischen Zarenhof werden noch andere Heiratspläne verfolgt. Einflussreiche Höflinge verfolgen eigene Machtinteressen. Noch hat sich die Zarin Elisabeth nicht endgültig für eine Braut entschieden. Der Thronfolger empfängt Sophie und ihre Mutter freundlich. Ich schien ihm zu gefallen. Ich kann weder sagen, dass er mir gefiel, noch dass er mir nicht gefiel. Ich glaube, an der russischen Krone lag mir mehr als an seiner Person. Ich wollte der Zarin gefallen, den Thronerben für mich einnehmen und das Herz des russischen Volkes gewinnen. Ihr Plan scheint aufzugehen, denn die Mutter berichtet nach Zerbst: Unsere Tochter macht hier einen sehr guten Eindruck. Die Monarchin hat sie zärtlich lieb und der Thronfolger liebt sie auch.
Die Sache ist gemacht. Doch Peter ist ein höchst eigenwilliger Mann. Am Hof macht sich der Thronfolger mit seinen provozierenden Allüren viele Gegner. Auch für Sophie ist es nicht einfach, mit seinen Launen umzugehen. Sie berichtet, dass sich Peter als Thronfolger des Riesenreiches sehr seltsam benimmt. Lieber spielte er mit Puppen und Zinnsoldaten, obwohl er damals schon über 17 Jahre alt war. Und er trinkt. Gern und viel. Sophie registriert schon bald seine Unklugheit und seinen Mangel an Urteil in vielen Dingen. Peter kultiviert seine deutsche Herkunft und Preußenfreundlichkeit. Sophie dagegen sucht Freunde und Verbündete am russischen Hof. Aber ihr ist klar, dass dieser unreife Großfürst Peter ihr Sprungbrett zur Macht ist. Also stellt sie sich vorerst auf seine Launen und kindliche Spiellust ein. Sie wird ihm sogar so etwas wie eine Freundin. Sophie passt sich der neuen Kultur an und akzeptiert, dass sie für ihre Eheschließung mit dem russischen Thronfolger zum russisch-orthodoxen Glauben wechseln muss. Dafür lernt sie nächtelang Russisch. Um in der russischen Sprache schnelle Fortschritte zu machen, erhob ich mich nachts aus dem Bett und während alles schlief, lernte ich meine Hefte auswendig. Weil sie ihren Ehrgeiz übertreibt, bekommt sie bald eine schwere Rippenfellentzündung. Die Nachricht, dass die deutsche Prinzessin erkrankt, weil sie nachts Russisch lernt, weckt Sympathie beim Volk. Sie ist fest entschlossen, ihren ersten offiziellen Auftritt in perfektem Russisch zu absolvieren. Am 9. Juli 1744 tritt die Protestantin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst zum russisch-orthodoxen Glauben über. Sie erhält den neuen Namen Katharina Alexejewna. Vor dem Erzbischof von Nowgorod sprach ich mit lauter, fester Stimme in reiner russischer Sprache, die alle Anwesenden in Erstaunen setzte, das Glaubensbekenntnis, ohne mich auch nur in einem einzigen Wort zu irren. Einen Tag später findet in der Uspenski-Kathedrale im Moskauer Kreml auch die Verlobung mit Großfürst Peter statt. Dann aber erkrankt der Thronfolger lebensgefährlich an Pocken. Als sie ihn das erste Mal nach längerer Zeit wieder sieht, ist sie entsetzt. Dass sie ihren Abscheu so offen zeigt, ist wohl auch einer der Gründe, dass sich das Verhältnis der beiden immer mehr verschlechtert.